LNG-Terminal vor der Rügen-Umweltbehörde sieht Informationen zur Vorbereitungsarbeit als Status. 19. März 2023, 834 Uhr. Obwohl Premierminister Schwesig gegen den Bau anderer LNG-Terminals in Mecklenburg-Vestern-Vorpommern steht, sieht die Umweltbehörde Anzeichen einer anfänglichen Vorbereitungsarbeit. Ein Widerspruch. Bevor das Bergbüro bisher unbeantwortet geblieben ist, laut der deutschen Umweltbetreuung begannen. Die anfänglichen Vorbereitungsarbeiten für weitere LNG-Terminals östlich von Rügen. Das Muster wird wiederholt. So wurde es beim Bau des Nordsee-Terminals vor Wilhelmshaven durchgeführt. Im Verlauf der gestrigen Bewegungen des Swarov-Schwimmbaggers der Konstruktionsplattform JB119. Umwelthilfe hat einen Einspruch gegen die Arbeiten im Bergamt Stralsund eingelegt, aber bis zum Abend keine Antwort und rechtliche Sichtweise kann ausgeschlossen werden. Dass ein frühzeitiger Bau oder sogar vorbereitende Arbeiten zulässig sind. Politiker erfordern auch Klarstellung der Umweltminister von Mecklenburg-Vestern-Pommern-Nähe. Bis Backhaus diese Einschätzung genehmigte. Der Genehmigungsprozess läuft, sagte der SPD-Politiker. Er ist sich der frühen Maßnahmen nicht bewusst und nicht angegeben. Backhaus äußerte Bedenken hinsichtlich des geplanten Standorts für zwei weitere flüssige Gasanschlüsse, die das Energieunternehmen RWE im Namen der Bundesregierung nur wenige Kilometer vor den Badeorten Binz und Sellin bauen möchte. Zuvor hatte Premierminister Manuela Schwesig sich gegen Rügen gegen die früheren Pläne der Bundesregierung für LNG-Terminal ausgewiesen und Alternativen. Zum Beispiel gehen sie sehr, sehr weit aus, wo es niemanden stört, und baut dann vielleicht länger auf Linie, sagte Schwesig der NDR, die Bundesregierung müsse zunächst die Frage beantworten, ob zusätzliche Terminals vor Rügen noch erforderlich sind. Umweltverbände sehen keine Notwendigkeit, die Umweltverbände BAN. NABU und WWF sehen keine weiteren LNG-Terminals vor der Küste von Mecklenburg-Vestern. Pommern-Nähe, das Unternehmen bedrohte sensible und geschützte Lebensräume. Bisher ist geplant, dass zwei schwimmende Plattformen vor Sellin in der Ostsee eingerichtet werden. Daher ist das mit Tankern gelieferte flüssige Gas wieder in Gas umzuwandeln. Dann sollte es mit Pipeline auf das Festland nach Lubmin geliefert werden. Lubmin war früher der Landungspunkt für russisches Erdgas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Der Ort ist mit dem europäischen Verteilungsnetzwerk verbunden. Seit Mitte Januar leitet die deutschen Regas dort ein LNG-Terminal.